Sind wir jetzt im Keller? Wir sind im Keller! Nein! Wir sind im scheiß Keller! Hi, mein Brothers, ist das mein Name? Heute sagt mir Hello Neighbor! Und in dem Spiel ist endlich, wirklich endlich ein scheiß neues Update gekommen, was wir heute spielen werden. Okay, let's go! Die Musik ist anders. Ah. Ah. Und die... Oh mein Gott, ich sehe Hände! Ich habe Hände! Was zur Hölle? Mein scheiß Charakter hat Hände. Press E to open. Die Tür? Oh mein Gott! Wir haben scheiß Hände. Wir haben jetzt endlich einen Charakter, endlich einen Menschen, den wir spielen können. Und jetzt kommt noch das Tutorial, was wir überspringen werden. Hold Shift to run. Sollte ich jetzt einfach von vorne in das Scheißhaus reinlaufen? Oder ist es total dumm? Es könnte total verblödet sein, weil der Motherfucker direkt auf mich wartet. Aber wir werden es probieren. Okay, ich hab grad geklingelt. Oh mein Gott! Das kann doch nicht sein Ernst sein. Was zur Hölle? Aber wenigstens haben die den scheiß Sound entfernt. Aber was zur Hölle? Wie sollen wir bei dem Motherfucker einbrechen, wenn er gerade so aggressiv ist? Und das ist erst Tag 1. Warte, das... Was? Was zur Hölle? Ich kapiere hier gar nichts mehr. Können wir einfach an ihm vorbeilaufen? Nein, das geht gar nicht mehr. Man kann wirklich nicht mehr an ihm vorbeilaufen, aber sobald man wirklich hier ist, greift der Motherfucker dich an und versucht dich zu töten. Okay, wir können den Strom ausstellen. Ha! Kann ich hier irgendwo rein? Okay, er hat kein Fenster. Was zur Hölle? Jetzt kann ich ganz viel Scheiße erkunden. Was ist denn hier? Wir haben hier einen Ofen. Den können wir aber nicht öffnen anscheinend. Gibt es hier irgendwelche Items, die wir haben? Wir haben ein Riesenbett. Und ich höre ihn hier irgendwo durch das Haus stampfen, aber ich weiß nicht, wo der Motherfucker ist. Der könnte überall sein. Ist hier jemand? Wieso hat er gerade gesagt? Hä? Ich kann... Wow! Was? Das Spiel ist ein kleines bisschen komplizierter geworden als gedacht. Ich drücke E und da passiert sowas. Was? Hä? E! Kann mir irgendjemand sagen, wieso das jetzt funktioniert? Okay, wir sind jetzt in... Oh mein Gott, der war direkt vor uns! Okay, lass uns ein kleines bisschen weiterlaufen, weil der Raum sieht total abgespaced aus. Hier ist anscheinend der Keller. Aber er wird ziemlich oft in diesen Raum reingehen wahrscheinlich. Und ich kenne leider seine Route nicht. Ich weiß nicht, wie der Motherfucker laufen möchte. Aber gibt es hier irgendwelche Items, die wir gebrauchen könnten? Nein, gibt es nicht. Was brauche ich denn genau für die Tür? Ich hätte jetzt genau darauf achten sollen. Wahrscheinlich brauche ich wieder einen Schlüssel. Hier ist eine Glocke. Die könnte ich werfen, oder? Shit. Okay, das ist gelaufen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Wir gehen jetzt ganz normal rein. Das Ding ist, das Haus ist so klein geworden. Der Motherfucker kann dich extrem schnell finden. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Komm her. Was? Was? Von wo kam das jetzt gerade? Ich weiß ja nicht mehr, von wo der Motherfucker kommt. Der kommt von allen Seiten. Ich weiß echt nicht, von wo. Für die Tür brauchen wir eine Chipkarte. Woher kriegen wir denn eine scheiß Chipkarte? Und... Oh mein Gott! Der guckt mich nur an. Ich glaube, wenn ich mich bewege, bewegt er sich auch, oder? Wir müssen es ein kleines bisschen sneaky machen. Ich glaube, wenn ich reinkomme, ist der nämlich immer irgendwo gerade hier in dem Raum. Und der ist abgeschlossen. Für den brauchen wir einen Schlüssel. Haben wir hier vielleicht irgendetwas, was aussieht wie eine scheiß Brechstange? Er müsste jetzt langsam hierher kommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube nämlich, er ist im Wohnzimmer, oder? Nein, er ist nicht im Wohnzimmer. Ist er eventuell in dem Raum hier drinne? Nein, er ist auch nicht in dem Raum drin. Das bedeutet, wir können das Haus jetzt ein bisschen frei durchsuchen. Aber er hat uns gesehen. Aber von wo hat er uns gesehen? Wie zur Hölle? Hä? Ich kapiere das manchmal echt gar nicht. Wirklich nicht. Lol. Wie zur Hölle hat der Motherfucker uns eben gerade gesehen? Das gibt doch gar keinen Sinn. Aber wenigstens hat er jetzt sein eigenes Fenster kaputt gemacht. Deswegen können wir jetzt bei ihm durch das Fenster reingehen. Und ich suche wirklich eine scheiß Brechstange. Mit einer Brechstange wäre es so... Hat er das gehört? Ich gehe raus. Lol. Er ist anscheinend in dem einen Raum drin, aber da ist eine Alarmanlage angegangen. Er müsste jetzt normalerweise wissen, dass ich hier bin. Wie komme ich bei dem Motherfucker in die zweite Etage? Ich habe doch gesehen, er hat zwei Etagen. Warte mal, hier haben wir einen Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher ist, glaube ich, hilfreich. Aber wofür? Und den, oh mein Gott, wir haben auch den Dietrich. Wir haben zwei Sachen. Wir können jetzt irgendeine scheiß Tür knacken, weil hinten war eine Tür, die hatte ein Schloss. Und ich glaube, er ist gerade in diesem einen kleinen Raum. Deswegen können wir uns ein kleines bisschen frei bewegen. Wir dürfen den Dietrich nicht verlieren und wir dürfen den Schraubenzieher auch nicht verlieren. Das sind zwei Sachen, die brauchen wir extrem dringend. Weil dann könnten wir den Motherfucker eventuell besiegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es. Ich denke nämlich ehrlich gesagt, die geschlossene Tür, die wir mit dem Dietrich öffnen können, führt uns in die zweite Scheißetage. Und wenn wir in der zweiten Etage sind, können wir theoretisch alles machen. Und das Ding ist, wenn ich hier reingehe, dann denke ich, dass er mich entdeckt, oder? Jede Tür ist offen, das ist ziemlich dumm. Kann ich das hier öffnen? Perfekt, 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 mach zu.
Die Tür kann ich leider nicht zumachen, weil die leider nach außen aufgeht. Aber hier müsste doch irgendwas sein. Hier ist noch ein Dietrich, aber es führt nicht in die zweite Etage. Kasten, aber hier ist kein Schraubenzieher drin. Lol. Wieso ist hier ein Krankenwagen? Oh, eine Brechstange! Eine Brechstange, das ist genial! Das ist genial, aber wie kommen wir jetzt hier raus, ohne dass der Motherfucker uns entdeckt? Okay, wir sind draußen. Wir müssen jetzt theoretisch nur noch ins Wohnzimmer und die Scheiße entfernen. Und das müsste normalerweise funktionieren. Wir müssten nur konzentriert dabei bleiben. Komm, bitte, bitte, bitte. Ich höre nämlich seine scheiß Schritte. Er ist in der Küche, glaube ich. Und die Küche ist direkt nebenan. Okay, er ist da. Ich wusste es, ich wusste es. Ich... Er hat mich entdeckt. Aber normalerweise müsste die Scheiße jetzt offen sein. Ja, die ist offen. Aber woher kriegen wir bitte die Chipkarte? Ich kapiere das nicht. Woher kriegen wir die scheiß Chipkarte? Hier ist alles kaputt in seinem scheiß Haus. Eventuell hier irgendwo drinne. Eine Chipkarte? Hier auch nicht. In dem Zimmer? Okay, er hat mich gesehen. Der war hinter mir. Der Motherfucker war hinter mir. Lol. Was zur Hölle? Er hat mich wieder entdeckt. Was zur Hölle kann ich denn jetzt dafür? Der entdeckt mich einfach, ohne dass ich irgendwas tue. Oh mein Gott, wir haben noch alle Items? Wir haben wirklich noch alle Items? Aber wie kommen wir in die... Ich glaube, ich weiß, wie wir in die zweite Etage kommen. Können wir das Ding nicht aufmachen mit dem Schraubenzieher? Ich müsste es normalerweise aufbekommen. Aber ich bekomme es anscheinend nicht mit dem Schraubenzieher auf. Was zur Hölle? Das gibt gar keinen Sinn für mich. Ich glaube, der Motherfucker ist hier irgendwo in der Nähe. Das ist mein Problem. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rein. Ich muss irgendwie anscheinend in die zweite Etage kommen, aber ich weiß nicht wie. Gibt es hier vielleicht irgendwas Interessantes drin? Hier ist auch nichts Interessantes drin. Ha! Hier ist alles verbrannt. Wie komme ich denn da nach oben? Ich kapiere das nicht. Normalerweise müsste doch der Schraubenzieher die Scheiße öffnen. Das würde am meisten Sinn ergeben. Ich habe einen Schraubenzieher und ich kann die Scheiße öffnen. Normalerweise müsste das funktionieren. Aber es geht nicht. Ich kann es nicht öffnen. LOL? Ich habe voll auf drauf geklickt und plötzlich geht es? Kann ich das jetzt einfach öffnen? Oh mein Gott! Wir können da jetzt einfach hochklettern. Was zur Hölle? Wir haben es geschafft. Wir sollten da einfach 10, 20 Mal draufklicken. Was zur Hölle? Aber wer soll das bitte herausfinden? Das findet man doch nur raus, wenn man verzweifelt ist. Und was soll ich... Wir können in die obere Etage. Aha. Okay, let's go. Und hier ist irgendwie ein... Die Keykarte! Es ist wirklich die Keykarte! Okay, wir werden das schaffen, lol. Wir haben die Keycard und er müsste normalerweise nicht nach oben kommen können, oder? Ich würde sagen, er kann nicht nach oben kommen. Let's go, wir nehmen beides mit. Wir wählen die Keykarte aus und wir müssen das Level jetzt schaffen. Komm her. Oh, das ist abgeschlossen, aber wir haben einen Dietrich. Kein Problem. Wir können es normalerweise öffnen. Können wir nicht? Was zur Hölle? Wir müssen irgendwie wieder rauskommen, aber ich komme hier nicht mehr raus. Eventuell ist hier was im Schrank drin zum Öffnen. Nein, ist es nicht. Soll ich hier vielleicht ein paar Kisten stapeln? Ich glaube, ich stapel jetzt erstmal ein paar Kisten. Gibt das Sinn? Kommen wir so raus? Das ist die Frage. Ich denke ehrlich gesagt nicht, aber die Kisten haben sonst in meinen Augen keine andere Funktion. Oh, ich könnte ja theoretisch einfach das Fenster kaputt machen, oder? Geht das? Oh, lol! Wieso habe ich es mir so schwer gemacht, bitte sehr? Und normalerweise müsste der Motherfucker jetzt nach oben laufen und das wäre jetzt das perfekte Timing, um dich... Nein! Bitte habe ich noch die Keykarte. Bitte habe ich noch die... Oh, ich habe die Keykarte noch. Alles ist gut. Ich dachte, normalerweise muss er jetzt nach oben laufen, weil ich habe oben was kaputt gemacht. Wenn ich oben was kaputt mache, dann muss der Motherfucker noch nach unten laufen, oder? Normalerweise schon. Okay, let's go. Öffne die Scheiße. Öffne die Kacke. Wir haben die Keykarte. Alles ist gut. Und wir sollten jetzt hier rauskommen, oder? Sind wir jetzt im Keller? Wir sind im Keller! Nein! Wir sind im scheiß Keller! Was zur Hölle ist hier unten los? Ach du Kacke! Endlich! Wie lange haben wir dafür gebraucht jetzt? Lol, es waren 3 Updates und wir sind im Keller. Und was hat er jetzt getan? Er hat den Teddybär hier unten. Und eine Matratze? Ist das sein Geheimnis? Er schläft mit einem scheiß Teddybär? Das ist jetzt... Das ist jetzt ein komplettes Geheimnis? Aber wir haben das Spiel geschafft! Wir haben es geschafft und wir haben das erste Mal in den scheiß Keller reingeguckt. Puh. Okay, Leute, damit beende ich jetzt hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis morgen. In den scheiß Keller reingeschaut, Mann.